etwa 2 Autostunden von hier und 200 Kilometer weg in der Nähe von Stuttgart liegt Ellwangen. Und in Ellwangen wurden am Vorabend des 30-jährigen Krieges Zwillinge geboren. Vielleicht wissen Sie, dass das damals ein schlechtes Omen war. Und diese 2 Mädels, die eine war die Helena, das andere die Sibylle, denen ging es auch nicht wirklich gut. Sie ahnen es, Mittelalter, Zeit der Hexenverfolgung. Und es gibt ein Buch und die Autorin war in Niederoden im Sozialzentrum am 29. Oktober und hat da ihr neues Buch vorgestellt. Aber wir stellen jetzt die Musik zu einem ihrer bekanntesten Bücher vor, nämlich Die Hexe und die Heilige. Geschrieben hat es Steven Reinecke, ein Amerikaner, der jetzt in Cincinnati lebt. Und es ist Programmmusik. Das heißt, er hat versucht, die Geschichte des Buches zu vertonen. Das fängt an mit einem gregorianischen Choral. Sie sind dann in einer Kirche. Sie hören die Glocken. Sie hören hier den Choral von einem Tenorhorn und von einem Horn gespielt. Und danach nochmal von den Trompeten und den Tenorsaxophonen. Und dann kommt zum ersten Mal das Thema von Helena. Und ganz kurz, ein paar Takte lang, das Thema von Sibylla, die als Hexe verdächtigt wird. Und dann wird dieses Sibylla-Thema entwickelt. Das ist ein ganz wilder 5/4-Takt, der ab und zu zum 4/4-Takt wird. Hoffentlich kriege ich das hin. Und danach ist eine kleine Überleitung. Und hier an der Bassklarinette, die Andrea, die hatte ein Bassklarinetten-Solo. Und nach der Überleitung, dann kommt Helena. Helena ging ja ins Kloster, während Sibylla Hebamme wurde. Ja, und dann passiert noch was ganz Wildes. Die 2 Mädels, denen geht es gar nicht so gut. Ein wildes Intermezzo. Und danach wird Sibylla in den Kerker geworfen, soll auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden. Doch Helena, ihre Schwester, geht aus dem Kloster heraus und rettet Sibylla. Das ist ganz kurz die Story, die wir Ihnen nun musikalisch darbieten.